So, Hallöchen, herzlich willkommen. Hey, der hat sogar da geparkt. Hallo, herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Origins. Schau her, der hat sogar hier vor der Haustür geparkt, wo wir gestern aufgehört haben. Ich habe eine Folgenpause gemacht. Ich habe jetzt schon wieder eine Woche nicht mehr gespielt. Und ja, aber kann mich noch ungefähr erinnern, wo wir hin müssen, was wir machen müssen. Hätte ich gesagt, bevor wir hier die Quest machen, begeben wir uns mal zum Ausrufezeichen. Und wenn das nicht da ist, dann das Fragezeichen. Ach Gott. Da flackt's dort. Hallo. Verstehst, bevor ich mich auf die Treppen hocke, gucke ich mich doch lieber auf so ein Bengel. Und die schimpfen schon wieder alle hier mit Idioten. Was heißt Idiotin? Was war denn das? Was sind das für Muschköpfe? Ah, wunderbar. Wunderbar, hier verkaufen die Arme. Wenn ein Klumpe, da fehlt der Kopf. Ja. Witzig. Oh, hier ist. Ach Gott. Ach, ist der. Ach, schau mal, wie klar das Wasser ist. Ja, legst mich fett. Ist da noch keiner Neibrunz? Ach, sowas. Ach, sowas ist schön, Freunde. Wenn ich mal mit meinen YouTube-Millionen, ne, wenn ich dann noch mehr Millionen verdiene, wenn ich mal richtig Kohle habe, dann hau ich mir auch sowas in den Garten rein. Außer die Katzen, die dummer weg. Wenn ich mal keine Katze zu, wenn dann ein Hund. So, was, da waren wir ja in der letzten Folge. Da ist nämlich ein Fragezeichen, komm, da gehen wir jetzt geschwind hin. Wie cool das hier wieder alles so detailliert aussieht. Wieso kannst du da rüber huschen? Fragen über Fragen. Was ist denn das? Was ist denn das? Ein unterirdisches Vorratslager, ja, gratuliere. Hier sollte ich vorsichtig sein. Da passiert gerade nichts. Hey, was? Nee, tu dich nicht an, Kollege. Sind die nicht, wenn ich jetzt. Wer weiß, ob es hier sicher ist? Das weiß man nie. Das, was man halt nie. Hey! Oh. Ich habe jetzt gar nichts gesehen. Was tut das? Jetzt habe ich ihn plündern können, den Lump. Was? Er stirbt! Verfluchter Mist, den habe ich jetzt echt nicht gesehen, ne? So, haben wir hier was zum Looten? Looten? Nee, nix da. Hier haben wir was zum Looten. Man kann theoretisch hier nach oben, willst du mich verarschen?
gehe mal hier nach oben. Und ich glaube, hier können wir auf Nummer und Scheiße können wir hier. Ich glaube, das war's schon, ne? Befindet sich hier noch einer? Tatsächlich nicht. So, was haben wir hier Feines? Instruktionen. Hauptmann. Die neuen Gesetze für den verbesserten Schutz der griechischen Höfen werden vermutlich für Unruhen unter den Ägyptern sorgen. Deshalb und aufgrund der neuen Gesetze haben wir zusätzliche Patrouille um und auf griechischen Höfen angeordnet. Die Wachsamkeit in unseren Gebieten darf dafür nicht vernachlässigt werden. Auch wenn deshalb Doppelschichten erforderlich sind. Jedem Widerstand muss prompt und hart begegnet werden. Ich erlaube nicht, dass Proteste oder Aufstände die Stabilität in Karanis beeinträchtigen. Der Nomarch. Jawohl. So, was haben wir hier für eins? Luden, luden, luden. Komm, wir luden erstmal den. Ja, Zepter, gratuliere. Ja, nichts Besonderes eigentlich. Haben wir es schon geschafft. Weißt du was? Oh, jetzt dachte ich schon, was ist das? Warum muss ich jetzt wieder husten? Ey? Weißt du was? Wir gehen auf der Seite aus. Nur, dass wir es der Vollständigkeit halber da an aus drin. Ja. Sot. So, wo sind wir denn jetzt gleich hier? Six Sister, da kannst du auch Sachen verkaufen und kaufen und was weiß ich was. Hallo meine Lieben. Grüße du dich auch. Asimausi, so was kann man verkaufen. Nackenstütze. zerbrochene Kruch. Unnötige Gegenstände, verkaufen wir mal gepflegt. Ja, da kommt ein bisschen was zusammen. Jetzt haben wir wieder 17.000. Okay, ups, Entschuldigung. So, was kann man kaufen? Belz, weiches Leder, hartes Leder. Die Farbe Rot zeigt an, dass ein Masai-Krieg auf Rache aus ist. Leider ist diese Montur gar nicht rot, also spielt es eigentlich keine Rolle. Die nehmen wir mit, aber die gefällt mir, die ist so lila, ne? Die gefällt mir, die ist lila, hat er gemeint. Wo brunst denn der hier? Klasse Haltung. Hier kannst du natürlich tausende von Kohle. Kann ich dir helfen? Verkaufen, genau, verkaufen wollte ich ja. So, wir scrollen mal ganz nach unten. Na, so weit auch nicht. Wir verkaufen mal den, ups, den auf jeden Fall. Verkauft. Ist gut. Alter. Verkauft. Junge, 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 Phalanxschild. Ist gut. So, dann haben wir ja nur tatsächlich das Schild. Jetzt haben wir da ein bisschen mehr. So, den verkaufen wir. Nein, ich habe die alle jetzt verkauft, oder was? Stufe 29, da würde ich eigentlich... Da können wir auf jeden Fall einen verkaufen.
gut. Der Pater, davon haben wir zwei, davon haben wir drei, dann können wir die alle verkaufen. Wolfsbarn. Ja, den können wir gepflegt verkaufen. Den können wir eigentlich auch verkaufen. So. Pelum, können wir den auf jeden Fall verkaufen? Den auf jeden Fall und den auf jeden Fall. Zeptermäßig. Ist gut. Können wir die verkaufen, die verkaufen. Den verkaufen wir auf jeden Fall. Sichelachs, Schädelspalte. Schädelspalte ist natürlich übelst fett. Verkauft. Komm, Schneidachs, komm, die haben wir mal alle weg. Boah, da haben wir einen Haufen. Ist gut. Brosignüppel. Kupferstreitkolben, der ist sogar besser als der. Komm, verkaufen, Kumpel. Hauen und stechen. Verkauft. So, die ganzen Siegeldinger. Alle definitiv weg. Einfaches Schwert haben wir nur das. Ja, jetzt haben wir doch ein bisschen ausgemistet hier. Freunde der Sonne, was wiegt der? Aufrüsten. Wir könnten die Schicksalsklinge aufrüsten. Das, den könnten wir auf jeden Fall. Boah, das ist alles, Alter. Schau, was das alles kostet, ey. Alter, weißt du was? Auffüllen. Ja, brauchen wir eigentlich nicht. Wir können ja immer so und so. Dann leb wohl. Hör du mich auf. Ja, wir haben cool verkauft, Basche. So. Alter, das kostet alles so übelst sakramentisch viel, ne? So, weißt du was? Können wir hier was? Wir können doch aber theoretisch hier was kaufen. Ja, ja. Kaufen, Freunde. Der aber nur wirklich rotzt, ne? Bronze Eisen, ne? Komm, weil wir es können. Ein Schnäppchen. Das meine ich doch auch. Wiedersehen. Ade. So, jetzt gehen wir noch geschwind zum Gaulhändler. Oh. Mal gucken, ob der was. Sei gegrüßt, Freund. Wir könnten ja was. Was, was zahlt denn der für so ein Pferd? Pferd ist Faro. Ich möchte mal wirklich hier so komplett Ding ausrüsten, eigentlich. Wahrer Freund, Majestät, Fuchs. Ja, ich würde mal so komplettes mit dir zu handeln. Ding haben, wo ich nur so legendäre Waffen trage und Rüstung und schieß mich durch. Könnte lustig werden. So, wir machen aber jetzt mal weiter hier. Ist
das für Pantomime? Hey, schon aus wie so ein Zombie läuft hier runter. Ohne jetzt hier irgendwie Götter zu beleidigen oder irgendwie Glaubensrichtungen. Naja, also ich bin da religionsmäßig, bin ich da offen, soll jeder an das glauben, was er denkt, glauben zu müssen. So, da hinten ist ein Fragezeichen, das passt aber auch nicht mehr. Wir gehen einmal. Ah, hier kannst flirten, Freunde. Hier kannst flirten, hat er gemeint. So, was ist das hier für Halbgottin weiß da? Ja, ja. So, ich gehe mal auf, den ich glaube. Es ist doch jetzt hier unten, oder was? Ja, ich suche sie auch schon. Das ist ja eigentlich auch irgendwo reingehen jetzt. Sie nehmen unsere Götter und verwandeln sie in Missgeburten. Serapis, halb griechisch, halb ägyptisch und ganz die Hure von Alexandria. Und wer muss dieses neue Griechenland in Ägypten errichten? Die Ägypter natürlich. Letzte Woche starb unser Bruder Mädchen bei der Arbeit am Tempel. Und er war gerade erst Vater geworden. Die Griechen lassen uns bis zum Umfallen schuften und unsere eigenen Tempel abreißen. Das ist es, was ihre Kultur bedeutet. Den Tod Ägyptens und der Ägypter. Sie nehmen unsere Götter und verwandeln sie in Missgeburten. Serapis? Alter, wo ist denn jetzt das Ding hin? Ist da schon wieder? Ach, das war der Eingang zur Demo, okay. Wir müssen aber jetzt schauen. Hier muss es doch auch irgendwo reingehen, oder nicht? Ich kann doch Karamotz Haus bauen. Ach, da geht's neu. Zum Beispiel sagen, die können doch Karamotz Haus bauen und keine Tür zum Neilaufen. So, wo haben wir es denn? Über uns. Hä? Oh, da haben sie einen Anschlag gemacht, so wie es ausschaut. Oh, was ist denn da passiert, ey? Farbanschlag, wie es ausschaut, ne? Oh, das waren die Grünen, ey. Das waren die Grünen schon wieder. So, ich schaue jetzt einmal. Na, ich glaube, ich weiß, wie wir hier hochkommen. Und schon sind wir da oben. So, wir gucken uns natürlich hier eifrig um. Den Judenstern. Ah, hier jetzt noch eine Infotafel, Freunde. Hier noch eine Infotafel. Aber wer weiß, wir machen ja die Erkundungstour. Wer weiß, was uns da noch alles erklärt wird. Da freue ich mich schon wieder Schnitzel drauf. Oh, da liegt da Blut. Da ist ein Gemetzel. Jawohl, das ist einmal ein Schreibtisch. Da hast du Platz. So, nächstes Papyrus-Rätsel. Der schiefe Turm in Fayum, nördlich der Karawanenserei von Dionysos, gibt es einen Turm mit einem Loch im Fuße. Er muss gestützt werden, deshalb sitze ich hinter ihm. Doch der Holzbalken scheint nützlich zu sein. Was ist denn eine Karawanenserei? Nee, das wollte ich nicht. Nördlich, das könnte vielleicht tatsächlich hier irgendwo sein. Was ist hier? Was ist eine Karawanenserei? Ich weiß das vielleicht nicht.
So, nochmal geschwind ins Inventar rein. Nördlich, im Fahrraum nördlich der Karawanenserei von Dionysias. Du musst halt schauen, ne? Karanis, wir sind hier in Karanis. Okay, wir sind auf jeden Fall hier noch nicht so weit. Was gab's denn da für Gemetzel? Hier ist überall Blut, aber Kassau. Das nenne ich ja mal ein Arbeitszimmer. Jawohl, da. Vielleicht hier noch eine Quest oder so. Okay, nee, wir gehen mal hier runter. Wir folgen den Spuren nach den Spuren nach draußen. Weißt du was? Dann können wir auch hier gleich die Quest machen. Jetzt mal jetzt ein paar Meter. Entschuldigung. Jetzt kriegt ihr mal nicht einer. Müssen wir aber geschwinder mal. Ja, da oben ist man auf. Herrgott, Zeus. Sieht auch schon wieder so richtig cool aus irgendwie. Ach, und hier ist das. Ach, ich mag das, wenn hier so Wasser ist. Jetzt pass mal auf, wir gehen jetzt noch. Ups, was war das? Jetzt pass auf, jetzt machen wir folgendes. Nee, Quatsch, wir machen jetzt erstmal hier, wir synchronisieren hier erstmal. Ja, Mann. Sieht halt schon immer einfach sehr, sehr cool aus. So, wir müssen eigentlich jetzt da rüber. Dieser Ort wird schwer bewacht. Welche? Dieser hier, oder was? Jetzt haben wir schon gedacht, was will denn der? So, und springen wir nochmal hier nach oben. Ich möchte nämlich mal da rüber gehen noch, beziehungsweise mich da rüber hangeln. Mahlzeit, Männer. Naja, mindestens. So, hier gibt es nichts, die bauen hier halt einfach. Ah, Jesus, na Mensch, wie heißen die? Sind das Buchsbäume? Nee. Ah, solche hatten wir auch früher. Bei uns im Garten. Der war aber nicht so hoch. Dem habe ich immer die Samen geklaut. So. Ja, schön. Kindheitserinnerung. Ich freue mich. Ah, die sind hier aber anscheinend auch noch Mods am Bauen. Ne? Ja, erbe dich noch kaputt. Wow, das sieht ja auch richtig cool aus, ne? Serapis? Halb griechisch, halb ägyptisch und ganz die Hure von Alexandria. Wie reden die? Die Griechen lassen uns bis zum Umfallen schuften und unsere eigenen Tempel abreißen. Das ist es, was ihre Kultur bedeutet. Den Tod Ägyptens und der Ägypter. Und wer muss dieses neue Griechenland in Ägypten errichten? Die Ägypter natürlich. Letzte Woche starb unser Bruder Metchen bei der Arbeit am Tempel. Ja, und das er haben war wir ja gerade schon erst Vater geworden. Das haben wir ja. Sie nehmen unsere Götter und verwandeln sie in Missgeburten. Schöner Vogel. Serapis? Halb griechisch, halb ägyptisch und ganz die Hure. Serapis, so sicher wie der grüne Daumen. So, wir gucken nochmal hier geschwind. Gut, hier gibt's nichts. Dann hätte ich gesagt. Und wer muss dieses neue Griechenland in Ägypten errichten? Die Ägypter natürlich.
Letzte Woche starb unser Bruder Mädchen bei der Arbeit am Tempel. Genau, machen wir doch hier. Die nächste Quest hätte ich gesagt. 500 Meter, machen aber hier dann eine Folgenpause. Und ja. Schauen wir mal, was dann morgen hier Schönes abgeht. Genau, da geht mir einer ab. In diesem Sinne. Ah, das ist schön, das mag ich. Jetzt pass auf. In diesem Sinne machen wir hier eine Pause. Ciao, Servusle. Bis zum nächsten Mal. Euer Franconia. Ciao. Oi, it's me, Zonos Afrosinis.